Sima Zhao ließ Zhuge Dan, einen Su Chun, für das Ausführen des Widerstandes gegen den Sima-Clan hinrichten. Gleichzeitig ließ er Wen Qin töten, der ihm schon mehrmals Probleme bereitet hatte. Wen Yang hingegen wurde von Sima Zhao begnadigt und kehrte nach Wei zurück. Er kam zudem ein geheimer Brief des Wei-Kaisers Cao Mao an Zhuge Dan ans Licht. Cao Mao hatte den Kaiserthron von Wei inne und schätzte Sima Shi für seine Intelligenz. Doch er fürchtet, dass eben wegen dieser Intelligenz der Sima-Clan sich bald seiner entledigen würde. Er benutzte Zhuge Dan, um einen Präventivschlag auszuführen, in der Hoffnung, eine weitere Teilung innerhalb von Wei zu verhindern. Erzählte Sima Zhao niemanden von diesem Komplott. Trotz seines Gefühlskonflikts zettelte Cao Mao 3 Jahre später einen bewaffneten Aufstand in Liuyang an. Es gab kein Zurück mehr, war dies das Schicksal, das für ihn gewählt worden war? Sima Zhao, Wang Yuanqi und Song Hui eilten durch Liuyangs, während ihre Gefolgsleute sie verleumdeten. Okay. Oh, naja, wir werden uns mal wieder mit Wang Guanxi messen. Die Fähigkeiten sollten immer noch die gleichen sein, jawohl. Weil wir machen jetzt ein schnelles Battle. We can no longer abide the tyranny of the Suma, which is why I must make a stand and bring them their punishment. Brave warriors of Wei, fight alongside me! The Emperor is making his move. This is it. No doubt. This is all part of your plan. No, don't answer that. We have already slain the Emperor's men. There's no going back after that. We will fight the Emperor. If you think that disrespectful or treasonous, then you had best leave at once. Emperor or not, he is just another fool. I refuse to bow my head to one such as him. I do not consider what we are doing wrong at all. Like I said, I... Just remember my promise to you. I knew that's what you'd say. Okay, let's get started. Only those willing to... Okay, und es geht direkt ins Kampfgeschehen, ohne irgendetwas zu sprechen. Ja, let's go, ich räume hier schon direkt auf. Na, wo seid ihr nun? Nee, das ist kein Weg für dich, das ist dann Selbstmord, aber naja. So, ich bin schon bei 100 Toten. Oh. Das darf so ruhig sein. Wo sind wir schon hier beim Kaiser? Ja, ihr redet immer noch weiter, der Kaiser ist schon lange tot. Und wohin können wir jetzt gehen? Na 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 na. We're all set, Zhao. We can enter through the front gates. Und da fallen wieder ein paar und ein weiterer Befehlshaber. Wir haben Goldenwaffen gekriegt. Wir gehen jetzt kurz hier hoch. Mach dir keine Sorgen um mich, ja. Das einzige Problem, das hier natürlich ist, wenn mit der hier spielt, kriegen die anderen keine Erfahrungspunkte dazu. Aber ist jetzt auch nicht schlimm. Das
Ein Befehlshaber der Einheit ist schon wieder tot. Und der nächste ist tot. Oh, das ist einfach so. Naja, das ist so wie ein Cheater, mal hier so durchlaufen ohne nichts. Na los, mach das Tür auf. Wir sind alle tot. Mach das Tür auf. Mach das Tor auf, natürlich, soll das heißen. Okay, nach dem hier werde ich wirklich kurz eine Aufnahmepause einlegen, weil ich glaube, irgendwie bin ich entweder zu müde oder sonst irgendwas. Wow, ich wurde weggekickt. Und das nächste Feld. Und hier das auch. Perfekt. Okay, wohin jetzt? Das ist gut, dass du mit deinen Truppen aufgetaucht bist. Ich weiß nicht, ob ich jetzt meinen Angriff schon jetzt einsetzen sollte. Aber das sind mir fast immer noch zu wenige Leute da. Weil ich muss ehrlich sagen, ich liebe den Angriff von der hier. Neben ist er nicht, sein Bruder war es. Ja, kommt, schaut euch mal das an, das Massaker hier richtig. Ich meine, die laufen alle direkt in den Tod, meine Wurfmesser. Oh, da ist noch einer. Zack, und tot. Hallo, ihr Pfeil anlesen. Ich mach Pfeil. Doch, sind Pfeilbogen. Da haben wir gerade noch gewechselt. Okay, und ich setze meinen Spezialangriff oben ein. Dann wird's lustiger. Und Attacke. Einfach durchlaufen. Na, seht euch das mal an. Das ist aufräumen. Don't make that face. I'm more suited to this type of thing. Your Highness, show some dignity. What? Had a change of heart? This is what you want from me, right? Yes. However, the dirty work is my job. Bring the castle under our control and keep this order to a minimum. Then, we shall see about a new emperor. As you command. Sima Cao und die anderen siegten in Luoyang und töteten Mai-Kaiser Cao Mao.
Anschließend setzten die Zhao Huan auf den Kaiserthron und versuchten, der Gewalt ein Ende zu bereiten. Zhao Huan war sich bewusst, dass er als Marionette benutzt wurde, zudem konnte sein Gefolgsleute sich dem Sima-Clan nicht entwägen. Unter der Führung von Sima Zhao gelang es, den Status von Wei zu bewahren. Der einzige Weg, über das Land zu beherrschen, war Wu und Shu zu besiegen. Obwohl Sima Zhao sich selbst zusicherte, dass es notwendig war, war er zögerlich. War dies wirklich der Pfad, dem er folgen wollte? Was erwarten die anderen von ihm? Niemand konnte ihm die Antworten darauf geben und die Lage änderte sich von Tag zu Tag. 2 Jahre später begann Shu erneut eine Invasion auf Wei. Es ließ seine Armeen von Tao Yang zumarschieren. In der Furcht des Feindes konnte man Xiao Ba erkennen, der nach Shu geflohen war. Sima Zhao, Ya Chong und Zui Hui stellten sich dem Mann, der für sie einst ihren Freund gehalten hatten. Okay, wir nehmen mal wieder Xia Kong. Ja, die haben ja alles, die Fähigkeiten sind noch... Ja, jetzt sieht man, dass wir den schon einmal hatten. Perfekt. Und ich werde so gleich eine kleine Aufnahmepause machen. Wir sehen uns danach wieder. In diesem Sinne, macht's gut und habt ihr zurück. Bis gleich.